lange im alten Sippen hängen. Absolut pünktlich. Danke sehr. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stüssel für euch. Heute wieder mit einer weiteren Runde hier im Bus-Simulator mit einem weiteren Test zum DLAN-Clip. So, dann kommen Sie mal rein bei dem guten Wetter. Ich brauche einige Fahrkarten. Na klar, die letzte braucht wieder eine Fahrkarte. Eine Wochenkarte, Standard. 3 Stück gleich. Danke. Ja, kein Problem. So, wir wollen hier weiter unsere Runden drehen in unserer schönen kleinen Stadt. Und unser Head-Tracking-System testen. Wir waren ja in der letzten Runde schon recht erfolgreich. Und heute haben wir eine neue Strecke vor uns. Und diesmal weiß ich zumindest, dass ich hier auf Schlaglöcher achten muss. Wir sind hier wohl in einem heruntergekommenen Land- und Stadtteil. Passagier hört zu laut Musik. Er sagt und fährt wieder zum Schlagloch. Nein, ja, heiligslächle noch einmal. Aber wenigstens weiß ich heute, ich habe meine Maus richtig konfiguriert. So, dass wir wenigstens mal aussteigen können. Es gibt bei mir einfach gewisse Folgen, wo einfach nur Chaos passiert. Es läuft nicht so richtig, aber ja, wir leben damit. Es ist halt so im Leben. Das Leben ist kein Schlotzer. Es kann nicht immer alles gut laufen. Habt Spaß, wie immer. Und das ist doch das Wichtigste im Leben. Wer hat Ihnen eigentlich den Führerschein gegeben? Das frage ich mich ab und zu auch mal. Heute ist der Wurm drin. Was ist los? Mann, serious business, let's go. So, wir wollen heute unsere Karriere hier fortsetzen. Wir müssen noch 7 Haltestellen hier in verschiedenen Stadtteilen absolvieren. Und eigentlich habe ich vorgehabt, das ein bisschen mit weniger Stress zu abschließen, aber okay. So, oh Mr. Wild. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber natürlich können Sie das. Eine Wochenkarte für die Seniorin. Danke. Und ein zurück. Eine Fahrkarte bitte. Aber na klar, eine Woche für den Student. 246. Ja, kein Ding. Und dann testen wir gleichzeitig noch unser neues Mikrofon. Das heißt, wenn euch irgendwie der Sound spanisch vorkommt oder schwäbisch. Kleiner Witz am Rande. Dann kann es wohl am neuen Mikrofon liegen. Ich hoffe, die Qualität passt soweit. Ich versuche noch hier und da das Optimum wie immer rauszuholen. So bin ich halt, Freunde. Ich kann mich nicht mit etwas zufrieden geben. Ich will immer noch das Maximum rausholen. Und dementsprechend stellen wir hier noch hier und da an den Stellschrauben rum. Dasselbe muss ich dann noch für den Stream machen. Übrigens, wenn ihr auch mal bei einem Livestream dabei sein wollt, dann schaut gerne mal unten in die Beschreibung. Da findet ihr den Link zu Twitch. Lasst gerne ein Follow da und dann seht ihr, wann wir spontan online gehen. Ich halte mich da immer ein bisschen zurück mit den Vorankündigungen, weil es ja mal Probleme gab mit den Medienanstalten. Und ich habe keinen Bock dazu, irgendwie da auf eine Fahrbahn zu geraten, wo ich nicht unter Kontrolle habe. So, wo müssen wir rüber? Über den Fluss. Seaside Valley, willkommen in Seaside Valley. Also ich finde ja, der DLAN-Clip macht wirklich sein Ding sehr, sehr gut. Es tut genau das, was es soll und das für einen unschlagbaren Preis. An der Straße. Ja, das stimme ich wirklich zu. Teilweise muss man sich echt denken, das gibt es doch gar nicht. Die Leute schmeißen den Müll einfach gerade so raus, wie es ihnen passt. Da liegen teilweise bei uns auch gelbe Säcke am Straßenrand. Oder wenn man sie dann zu früh rausstellt, kommen irgendwelche Jugendliche und meinen, sie müssen die ganzen Säcke aufreißen, straßenweise. Finde ich nicht okay.
Aber ja, das Leben ist ganz schlotzig. Nächster Halt, Flusspromenade. Ich war gestern viel zu lange im alten See. Wieder einen hinter die Binde gekippt. Eine Fahrkarte bitte. Der hat aber eine sehr jugendliche Stimme. Und ein Zwanni zahlen. Okay, typisch Rentner. Danke. Ja, kein Ding. So, weiter geht's. Ich hätte jetzt mal so langsam, aber sicher Lust auf einen Gelenkbus. Aber da müssen wir noch ein bisschen was tun. Bis wir einen Gelenkbus bekommen. Auf geht's, wir haben keine Zeit. Und mittlerweile zocke ich mit dem G29 und der Seitenkonsole. Macht auf jeden Fall einen höherwertigeren Eindruck. Und das G29 ist natürlich auch das höherwertigere Lenkrad. Ich denke mal, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich habe jetzt wohl eine Haltestelle verpasst, glaube ich. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Müssen wir einen kleinen Umweg fahren, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Sollte eigentlich trotzdem machbar sein, das Ziel. Heute ist irgendwie der Wurm drin, keine Ahnung. Jetzt geht es das Chaos. Nicht nur im Landwirtschaftssimulator, sondern auch im Bussimulator los. Wo bin ich da jetzt hängen geblieben? Eieieiei. Komplett ums Eck. So. Weiter geht's. Also heute machen wir echt schon Minus. Ist ja einfach ein Minusgeschäft, das Video heute. Jetzt müssen wir noch die Bushaltestelle finden. Das lobe ich mir halt in Amerika. Rechtsabbieger darf man immer. Rechts abbiegen. So, da müsste doch hier gleich auch die Bushaltestelle sein. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Ist das schon die? Die sieht so verlassen aus. Falsche Haltestelle. Absolutes Chaos. Das sieht wahrscheinlich gegenüber. Aufpassen. Jetzt müssen wir da irgendwie rüber. Wie kommen wir da rüber? Ich werde jetzt gleich gegen das Gesetz verstoßen. Ich glaube nicht, dass ich da einen kompletten Turn schaffe in dem kleinen Kreis. Ich brauche einen größeren. Das hilft nichts. Ich würde mal gleich sagen, ein Like auf das Video auf den Outlaw Yogi. So. Und jetzt gleich wieder hier rein. Ja, ich weiß. Randstein, aber okay. So, dann muss es jetzt aber die sein. Ich glaube, das wäre sieht gut aus. Schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Zu spät. Perfekte Halteposition. Na, immerhin. Eine Fahrkarte bitte. Aber klar doch. Eine Wochenkarte, Student und 16 Euro zurück. Danke. Kein Ding. Gut. Weiter geht's. Wir wollen uns nicht lange aufhalten lassen. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Letzte Haltestelle. Sie haben jemanden vergessen. Passagier zurückgelassen. Jesus Gott. Es zieht sich durch. Fuck. Egal, wir bringen es zu Ende wie ein Ehrenmann. Absolutes Chaos. Absolutes Chaos. XXL Chaos im Bussimulator. So, komme ich da jetzt rüber? Hey, was machen Sie so? Tja. Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Immerhin haben wir den Blinker korrekt gesetzt, jawohl.
Und dann fahren wir, glaube ich, schon die letzte Station an. Die Hupe klingt ja schon süß. So. Das macht halt schon... Ja. Macht halt schon Sinn hier. So ein D-Line-Clip, man sieht's. Wie geil man sich einfach umschauen kann. Mir gefällt's unheimlich gut. Entspannt geht unsere Chaosrunde zu Ende. Ist es schon die Haltestelle hier? Endstation. Endstation. Wunderbar. Somit geht unsere heutige Folge, unsere Chaos-Folge zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine Menge Spaß. Tschüss. Lasst mir gerne ein Like da, ein Abo, wer es noch nicht getan hat. Wie immer, es kostet nichts. Und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.